So, meine Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Fragensammlung des diesjährigen Staatsexamen. Die Mitglieder, Herr Bert, Herr Mann und unser neuestes Mitglied, Tim. Nachdem wir im Herbstturnus 2022 bereits großartige Erfolge erzielen konnten, hoffe ich, dass wir auch in diesem Jahr an diesen außergewöhnlichen Erfolg anschließen können. Ich weiß, die Verantwortung ist riesig und die Last auf Ihren Schultern wiegt immens. Doch ich erwarte Großes von Ihnen. Also wenn ich das richtig sehe, kamen ja letztes Jahr ziemlich viele Neurofragen dran. Das ist korrekt. Sollten wir uns dann nicht vielleicht daran orientieren und dafür sorgen, dass dieses Jahr die Fachbereiche ein bisschen ausgeglichener gefragt werden? Entschuldigen Sie, es ist sein erstes Mal. Herr Bert, bitte erweisen Sie uns die Ehre. Und der diesjährige Fokus liegt auf Humangenetik. Dann kommen wir nun zu den Wunschkategorien. Wie haben sich die Herren entschieden? Epidemiologie und Statistik. Ich habe nichts anderes von Ihnen erwartet. Tropenmedizin mit Schwerpunkt auf den asiatischen Raum. Vorzügliche Wahl. Tipp? Naja, wie wär's mit ein paar Fragen zu Inneren? Ich dachte so an eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung vielleicht. Och, Menno! Ich wusste, er kann den Druck nicht standhalten. Männer, mir gefällt das auch nicht, aber da sind uns die Hände gebunden. Sie kennen den Kodex. Aber dann müssen die wenigstens eine Legionellenpneumonie im Bronchialsekretaspirat erkennen. Oh, eine Anamnese! Was machen wir eigentlich dieses Jahr mit den Studierenden aus München? Ich sehe gerade, die haben viel zu gut abgeschnitten letztes Jahr. Um die habe ich mich bereits gekümmert und eine falsche Adresse auf der Ladung angegeben. Die gehen zum falschen Testort. Das können wir doch nicht machen. Die sind doch gebrochen, bevor es überhaupt losgeht. Wie wär's denn, wenn wir für den Einstieg eine Frage nehmen, bei der die ersten drei Antwortmöglichkeiten wirklich leicht sind, dass man die rausstreichen kann und dann die anderen beiden Antwortmöglichkeiten, naja, da muss man dann eben 50-50 raten. Ja, kann man machen. Aber dann müssen wir bei der zweiten und dritten Frage wieder D als richtige Antwort nehmen, damit die Studierenden direkt verwirrt sind, wenn sie fünfmal hintereinander das Gleiche ankreuzen müssen. Und was wäre, wenn wir jetzt zwei der fünf Fragen so ähnlich formulieren, dass man beide Fragen eigentlich nochmal neu beantworten muss, weil man Schiss hat, wichtige Informationen überlesen zu haben. Natürlich ist beides Mal die gleiche Antwort die richtige. Ja, genau. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir eine richtig leichte Frage stellen müssen. Denn spätestens jetzt zweifeln Sie an Ihrer Urteilsfähigkeit. Wie wäre es mal mit einer Altfrage oder so? Ja, aber dann nehmen wir eine Antwort, bei der etwas am ehesten richtig sein muss. Denn das kann sich ja schon wieder geändert haben. Tim, hab ich Ihnen zu viel versprochen? Sie arbeiten hier mit den Besten der Besten. Was haltet ihr eigentlich von der Spinobulbärenmuskelatrophie Typ Kennedy? Wo kommt das denn jetzt her? Wir dürfen unseren Fokus auf Humangenetik nicht vergessen. Denken Sie daran, Männer. Wir haben ein Eid geschworen. So seltene Erkrankungen haben doch immer irgendeinen genetischen Scheiß mit dabei. Mach einfach irgendeine Familiengeschichte draus. Wir können es denen aber auch nicht immer so leicht machen. Na, dann ist der halt adoptiert und kennt seine Eltern nicht oder so. Und kann kein Deutsch. Na, an dem Setting können wir noch arbeiten. Oh, dann ist es halt nachts. 2.34 Uhr. Notaufnahme. PJ-Student. Erste Woche PJ. Kein Dolmetscher. Ja klar, und am besten stellen wir dazu eine Frage am ersten Tag, wiegen die Studis in Sicherheit und knallen dann am dritten Tag nochmal eine Frage zu dem Thema vor den Latz. Ach, er lernt so schnell. Meine Herren, für den ersten Tag bin ich sehr zufrieden. Darf ich nachschenken? Was trinken Sie da eigentlich? Ja, ich glaube, das ist Tee aus der Blüte der Engelstrompete.